Moin Leute! Na, schon mal was von Ionisierungsenergie gehört? Klar, davon hat der Typ in Dragon Ball über 9000. Richtig. Nee, what? Das stimmt so nicht. Was Ionisierungsenergie genau bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Gucken wir uns doch ein Natriumatom an. Das sieht in der Schalendarstellung so aus. Wir haben also drei Schalen und ganz außen sitzt ein Außenelektron oder auch Valenzelektron. Die Ionisierungsenergie gibt jetzt die Energie an, die nötig ist, um dieses Elektron dem Natrium zu klauen. Wir brauchen also eine Mindestenergie, damit sich das Elektron da rauslöst. Dabei wird das Natriumatom zu einem positiv geladenen Ion, einem Kation. Da wir dem Natriumatom ja ein Elektron klauen, sind mehr Protonen als Elektronen vorhanden. Somit hat das Natriumatom dann mehr positive als negative Teilchen und wird selbst positiv. Das ist genauso, wie wenn ihr gleich viele blaue und rote M&Ms in der Schüssel habt. Dann kommt euer Dad daher und nimmt sich einfach ein blaues M&M. Ihr habt dann mehr rote als blaue M&Ms in der Schüssel. Und die Energie, die euer Dad aufwenden muss, um es euch zu klauen, ist die Ionisierungsenergie. Da euer Kumpel stärker an seinen M&Ms hängt, bräuchte euer Dad mehr Energie, um da was zu klauen. Bei eurem Bruder dagegen geht's mega easy. Genauso hat jedes Element eine eigene Ionisationsenergie. Man muss also für verschiedene Elemente verschieden viel Energie aufwenden, um ein Elektron zu klauen. Schauen wir uns doch mal die Tabelle hier an. Bei den Elementen aus der ersten Hauptgruppe, wie Natrium, braucht man eher wenig Ionisierungsenergie. Das heißt, das Außenelektron löst sich mit weniger Aufwand. Bei der achten Hauptgruppe, also Edelgasen, braucht man dagegen viel mehr Energie. Man spricht auch davon, dass die Elektronenkonfiguration in der ersten Hauptgruppe nicht stabil ist. In der achten Hauptgruppe dagegen sehr stabil. Je stabiler die Elektronenkonfiguration ist, desto schwieriger ist es also, was rauszunehmen. Die Elektronenkonfiguration gibt einfach die Verteilung der Elektronen in der Hülle an. Ihr merkt euch jetzt erstmal, die Ionisierungsenergie gibt an, wie viel Energie man zum Rauslösen eines Elektrons aus einem Atom braucht. Außerdem ist sie für jedes Element unterschiedlich. Bei der Energie ist jetzt egal, ob es sich um Wärme-, Strahlungs- oder chemische Energie handelt. Sie wird außerdem meist in Elektronenvolt angegeben. Vorteil dabei ist, man sieht sofort, wie viel Volt man anlegen muss, um das Elektron zu kriegen. Außerdem kommen richtig schöne Zahlen dabei raus. Wenn ihr jetzt eher auf Joule aus seid, dann könnt ihr die Elektronenvolt ganz fix in Joule umrechnen. Ihr müsst jetzt auch noch aufpassen, was für eine Ionisierungsenergie gemeint ist. In der Tabelle betrachten wir jetzt nur die Energie zum Loslösen des ersten Elektrons. Damit ist die Energie für das am schwächsten gebundene Elektron gemeint. Natürlich gibt es jetzt noch Energien für das zweite, dritte oder whatever Elektron, das geklaut werden soll. Euch ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass die Energie in der Periode nicht gleichmäßig steigt. In der zweiten Periode tanzen da Beryllium und Stickstoff aus der Reihe. Aus diesen Ausreißern lässt sich Folgendes schließen. Bei vollen bzw. halbvollen Orbitalen ist es schwieriger, Elektronen zu lösen. Da Beryllium zum Beispiel ein volles S-Orbital hat, ist es schwieriger, dort ein Elektron rauszuholen. Das gleiche gilt für Stickstoff mit seinem vollen S- und seinem halbvollen P-Orbital. Nice to know ist außerdem, dass die Ionisierungsenergie im Periodensystem von links nach rechts zunimmt. Ist ja klar, weil wir im letzten Video schon gelernt haben, dass die Protonen die Elektronen da stärker anziehen. Von oben nach unten nimmt sie dagegen ab. Auch klar, weil die Atome da größer werden und nicht mehr so stark am Kern hängen. Jetzt kommen wir aber noch zu der wichtigsten Frage. Warum brauchen wir den Schmarrn? Dieses Wissen hilft uns dabei, wenn es darum geht, was für Verbindungen Elemente eingehen und wie sie sich dabei verhalten. Denn bei Verbindungen sind auch immer Elektronen im Spiel. Zum Beispiel können wir uns so erklären, warum Edelgase so schlecht reagieren. Oder warum Halogene immer unbedingt noch ein Elektron von woanders dazu haben wollen, aber selbst keins abgeben. Oder welche Ladung ein Natriumion hat. Und vor allem, warum es an Na-Verbindungen nur Salze gibt, es also sein Außenelektron immer ganz abgibt, aber keine kovalenten Bindungen eingeht. Ihr seht also, die Möglichkeiten gehen immer so weiter. Wenn ihr das hier verstanden habt, versteht ihr auch die Sachen mit der Elektronenaffinität und der Elektronegativität von Elementen in den nächsten Videos viel besser. Damit habt ihr schon mal einen besseren Überblick und müsst nicht ganz so viel einfach planlos auswendig lernen. Was solltet ihr euch jetzt auf jeden Fall merken? Die Ionisierungsenergie gibt an, wie viel Energie man zum Rauslösen eines Elektrons aus einem Atom braucht. Jedes Element hat andere Ionisierungsenergien. Außerdem gibt es verschiedene Ionisierungsenergien für verschiedene Elektronen. Bei vollen bzw. halbvollen Orbitalen ist es schwieriger, ein Elektron zu lösen. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und auf unsere App. Bis gleich dort, einfach hier klicken.